Freunde, nach langer Packerei und Einräumerei und Wurstelei sind wir jetzt endlich losgefahren. Um 6 Uhr bin ich heute früh aufgestanden und um 11 Uhr sind wir losgefahren, kurz nach 11. 5 Stunden, obwohl ich die ganze Woche schon eingeräumt habe und alles soweit fertig hatte. Aber irgendwie kriegen wir immer die Kurve nicht und fällt uns immer noch dies ein und das ein und jenes noch ein. Und geht euch das auch so? Ist das bei euch auch immer so ein bisschen chaotisch, bevor ihr losfahrt? Naja, also, nichtsdestotrotz, wir sind unterwegs in unseren Winterurlaub nach Oberstdorf und sind gespannt, weil es gibt ja ganz viel Schnee dieses Jahr dort in Bayern. Und dann werden wir mal austesten, ob wir mit dem Wohnmobil im Winter klarkommen. Eigentlich hatten sie jetzt nächste Woche richtig kalt gemeldet, bis minus 15 Grad. Aber heute habe ich gesehen, ist das alles wieder nicht mehr so. Also es wird sogar wärmer. Die haben sogar 6 Grad gemeldet tagsüber und nachts minus 3 Grad. Das ist eigentlich ein bisschen schade. Ich hätte es gerne mal so eine Nacht richtig kalt gehabt. Vielleicht kommt es ja noch. Weil wir wollen das ja auch ein bisschen austesten, weil wir ja eventuell nächstes Jahr im Winter zu den Lofoten wollen. Und da wollten wir es ja jetzt dieses Jahr ein bisschen austesten, ob das alles so mit dem Wohnmobil funktioniert. Wir hatten uns bestellt, hatte ich ja gesagt, Fußraumisolierung. Ja, die hatten wir vor 4 Wochen, hatte die Michael im Internet bestellt und die kam und kam nicht und kam und kam nicht. Und dann hatten wir nach einer Nachfrage eine Zusage bekommen, dass wir diese Woche die Isolierung geliefert bekommen. Und ja, ich habe wieder 2 Tage zu Hause gewartet, kam nichts. Dann hat Michael dort angerufen und dann hat sich herausgestellt, dass sie mal die Fußraumisolierung woanders verkauft haben. Das heißt, wir haben sie gar nicht gekriegt. Glücklicherweise haben wir wenigstens das Geld zurückgekriegt, aber den Typ hast du völlig vergessen, wo wir das bestellt haben. Und ja, jetzt bin ich gestern im Baumarkt und habe wie nennt sich das? Für die Heizung macht man das. Das kommt hinter die Heizung und so eine Isolierung, also so eine Matte mit Styropor und Alubeschichtung. Das Problem ist halt nur, dass man die nicht rollen kann, also so biegen kann, weil dann bricht das Styropor sofort. Aber das kann uns ja egal sein. Die ganze Rolle hat 15 Euro gekostet und wenn man da alle 2-3 Tage was Neues unten hinlegen müssen, egal. Wir werden das dann mal zeigen. Wir werden das hier abends mal auslegen. Und ich glaube schon, dass das ein bisschen was bringt, dass die kalte Luft da draußen nicht so reinkommt. Und dann haben wir ja immer noch unsere Katastrophenschutzdecken, die wir jetzt davor hängen können. Und dann werden wir schon warm kriegen. Also ich bin mal gespannt. Und
jetzt geht es weiter Richtung Oberstdorf. Was ich noch vergessen habe zu sagen, also die Wirtin war so nett gewesen und wir durften dort direkt vor der Tür auf dem Parkplatz stehen bleiben und durften dort schlafen. Also wir hatten es nicht weit vom Lokal bis ins Wohnmobil, das war auch gut so. Nein, also es war sehr nett und wir durften da stehen bleiben und es gibt auch oberhalb des Lokals einen kleinen Parkplatz, wo man auch stehen kann. Also das wollte ich noch dazu sagen, also man kann auch über Nacht mit Wohnmobil dann stehen bleiben, wenn man frei, wirklich. Liebe Leute, wir sind angekommen auf dem Campingplatz Ruby und waren jetzt erstmal ein bisschen geschockt, weil es ist eigentlich gar nichts los hier. Naja, jetzt fühlt sich langsam so ein kleines bisschen. Wir haben uns das voller vorgestellt. Wir haben gedacht, hier sind wesentlich mehr Wohnmobile und Wohnwagen, aber es ist recht leer. Was natürlich wieder zum Vorteil hat, dass nicht so viel in den Duschen und so weiter los ist. Und ja, heute Abend haben wir schon mal Essen bestellt. Das hat Tatsache auf die Gaststätte heute und Samstag haben die hier geöffnet und die anderen Tage muss man sich selbst versorgen. Da hat es nur bis 17 Uhr auf. Ja, also jetzt werden wir es uns mal einrichten und gemütlich machen. Es ist ja mummelig bei uns hier und draußen schneit es immer noch. Ihr habt ja gesehen, also Schnee hat es echt reichlich hier und wir waren ja drüben vorhin schon im kleinen Walsertal und haben auch mal so verschiedene, also die Kanzelwand uns angeguckt, da wegen Skifahren und waren am Söllereck und so. Aber wir sind nicht groß ausgestiegen, wir sind einfach nur mal so vorbeigefahren und die haben noch mehr Schnee da drüben, weil es liegt halt ein Stückchen höher und da ist noch mehr Schnee. Also Schnee hat es wirklich reichlich und jetzt werden wir mal es uns, wie gesagt, schön gemütlich machen. So, wir sind schon am Suchen, weil die erste Schraube ist schon weg. Bin ich mal gespannt, ob wir die jetzt wiederfinden. Vielleicht ist sie auch zu Hause schon abgegangen beim Probieren. Ja, also wir haben es nicht gefunden. Wir haben jetzt alles hier abgesucht. Die Schraube ist weg. Wir haben es noch nicht einmal benutzt. Und die Schraube ist schon abgefallen. Super. Wenn einer von euch weiß, wo man diese Schrauben nachbestellen kann, dann schreibt uns das mal in den Kommentaren, weil uns wurde nämlich gesagt, die gibt es nicht nachzubestellen, wenn, muss man gleich das ganze Set neu bestellen. Und das jedes Mal 30 Euro, na super, also das wäre jetzt, finde ich, nicht so prickelnd, muss ich ehrlich sagen.